بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch العربية بين يديك، الوحدة الخامسة، الطعام والشراب، الدرس الواحد والأربعون، Lektion 41، التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Austauschen der Fragen und der Antworten mit dem Kameraden. المثال الأول: أين الغداء؟ Wo ist das Mittagessen? الغداء على المائدة. Das Mittagessen ist auf dem Tisch. Genau das Gleiche. Frage und die Antwort immer mit den nächsten Wörtern. طيب، تفضل. الفطور. أين الفطور؟ نعم، الجواب. الفطور على المائدة. أحسنت. نعم. العشاء. أين العشاء؟ العشاء على مائدتي. نعم. ما معنى عيشاء؟ عيشة نعم. بالمعنى نختس كبيت هذا نختس نعم، ريت. أحسنت. طيب، السمك. أين السمك؟ السمك على المائدة أو على ال... بس اسمه تلفونة على ده جبس ميغغة. على الصحن، صاد حاء نون، صحن. وده على الطبق، طبق بيم تركش لوش طا ب. كنا تمام. أين الدجاج؟ الدجاج على المائدة. أحسنت. الماء. أين الماء؟ الماء في الكأس. نعم، أو على المائدة. الفاكهة. أين الفاكهة؟ الفاكهة على المائدة. نعم، ما هو جمع فاكهة؟ الجمع بالفاكهة فهمت. ما فهمت. نعم فهمت الجمع. لا، أقصد مثلا ماء، مياه. المفرد ماء، الجمع مياه. الفاكهة مفرد، الجمع ما هو؟ فهمت؟ نعم لكن لا تعرف. نسيت الجمع من نعم. طيب، الجمع من فاكهة، فواكه. تمام. تمام. Jetzt الماء habe ich gesagt, ist مفرد، und المياه und es gibt auch أمواه ist dann eben Plural. فاكهة ist Singular, مفرد. Und الجمع ist فواكه. Man kann sich eine Regel machen, und zwar alle, die so ähnlich sind wie Fakiha, also einen Buchstaben haben und dann eine Elif und dann nachher wieder zwei Buchstaben haben mit einem Ta Marbuta, kann man alles so in einer Gruppe legen, in einen Kasten. Und dann nachher weiß man automatisch, okay, Fakiha ist Fawakih, also ich füge dann ein Wow nach dem Fa hinzu. Und genau alle, die so sind, bekommen die gleiche Regel. Ich habe jetzt kein anderes Wort gerade im Kopf. Aber da gibt es schon einige, wenn man so finden könnte. Ihr könnt es auch in den Kommentaren oder später inshallah sagen. Falls mir auch etwas einfällt, werde ich dann sofort wieder sagen. 3.
القهوة. أين القهوة؟ السؤال؟ نعم، القهوة على المائدة. أحسنت. الحليب؟ أين الحليب؟ الحليب على المائدة. Nein. Mir ist jetzt gerade ein Wort eingefallen, und zwar Scharia. Kannst du das mit der Regel machen? Wir sagten Fakiha, Fawakih. Scharia. شارع شوارع. Genau, Ahsant. Es gibt auch zum Beispiel Mashia. Mashia ist sowas wie das Vieh. Was sagen wir dann zu Mashia beim Plural? مواشي. Mawashi. Weil beim Plural bekommen wir kein Tamarbut. Fawake, Mawashi und wir sagten Shawari'a. Ahsant. ننتقل إلى التدريب الثاني. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال يقول: ماذا تأكل في الغداء؟ Was isst du am Mittagessen? آكل اللحم. Ich esse Fleisch. Natürlich hier. Warum haben wir آكل gesagt und nicht آكل? Weißt du die Antwort oder soll ich das sagen? Aufgrund des Hamses, also wenn da zwei Elif nebeneinander kommen, wird das zu einem langen Elif. ممتاز. أنت الآن أستاذ. استغفر أوكي. الله. آكل اللحمة، weil zwei Hamse zusammenkommen. Haben wir dann ein Met gemacht und dann آكل gesagt. Es gibt einen Unterschied zwischen Hamza und Elif. Öfters bei den türkischen Elif-Bas gibt es am Anfang ein Elif und dann nachher Lam-Elif. Der Unterschied ist eigentlich, dass man beim ersten eigentlich eine Hamza hinzufügen sollte. Also nicht eine Elif einfach so, sondern mit Hamza. Weil diesen Elif mit Hamza, den kann man lesen. Den anderen kann man nicht lesen. Und deswegen hat man einen Lam hinzugefügt, damit man La, damit man das aussprechen kann, indem man es dann verlängert oder indem man den Buchstaben davor, den Lam yani, verlängern kann. Da gab es auch einen Grund, warum man extra Lam gesagt gewähnt hat, aber das habe ich jetzt leider vergessen. السمك. كيف يكون السؤال؟ ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك. نعم. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الدجاج. نعم. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السلطة. آكل السلطة. نعم. وماذا تأكل في الغداء؟ آكل الرز. نعم. تعرف رز بخاري؟ لا. لا. من هو؟ رز بخاري. Also Rauchreis, glaube ich. Bukhar ist der Rauch oder Dampf. Gedampfter Reis. Und das ist eine sehr schöne Art, die die Afghaner zum Beispiel machen. Afghaner, Uiguren, so asiatisch. Wenn, in der Türkei hast du vielleicht die Möglichkeit, dass du jemanden findest, der das macht. Würde ich dir In empfehlen. Istanbul gibt es wohl uigurische Restaurants. Könnte ja sein, dass es dort gibt. Dann solltest du es mal ausprobieren. Die machen das sehr schön mit Möhren und Hühnchen oder Fleisch und noch andere Sachen. Wenn ich mal finde, kann ich ja Bescheid sagen. Und auch noch, vergiss nicht, Lagmann. Lagmann, das musst du ausprobiert haben in deinem Leben. Lagmann. Lagmann. Ja, genau. Hör ich zum ersten Mal das. Naja, da man hier in Ezer ist, hat man wirklich alle Kulturen, jeder möchte dich einladen und dann siehst du so viele Sachen. Also diese Kombination und diese Sachen, subhanallah, yani, jeder hat irgendwie seine Kultur, so viele Sorten. Auf jeden Fall. Allahu Akbar, das ist yani. Ganz schön. Ja, okay, jetzt Al-Khubs. Maza ta'kulu fil ghada'i? Akulul khubz. Nam.
وماذا تأكل في الغداء؟ أكل الفاكهة. أحسن. ننتقل إلى الصفحة التالية. الآن التدريب الثالث، حول كما في المثال، حول الصوص في فأندغة ولا تاوش أوس كما في المثال. في مباشبير المثال يقول: يأكل الطعام، ist das Essen، لا تأكل الطعام، ist nicht das Essen. Wir haben jetzt ma und la und ma. Warte, ma und la und lem. Kannst du mir sagen, was die Unterschiede sind? Lem benutzt man, wenn man das Verb nimmt, benutzt man halt die heutige Zeit. Und von der Bedeutung her ist es, wenn man es in der Vergangenheit gemacht hat. Zum Beispiel Genau. Lem Yekul ist dann halt, dass diese Person es nicht gegessen hat. Also er hat es nicht gegessen in dem Sinne. Genau, richtig. Ja. Und ma? Und la, also Thema. ma ist auch Wie du halt willst. eine Verneinung. Und dies benutzt man auch in der heutigen Zeit. Nee, Entschuldigung, dies benutzt man in der Vergangenheit. Misal, ma fahimtu bedeutet halt, ich habe es nicht verstanden. Genau. Und la ist für diese Zeit auch mit der Bedeutung. Genau. Also genau. Also ma ist in der Vergangenheit und benutzt auch die Vergangenheit. Lem ist in der Vergangenheit, aber man benutzt eben die Gegenwart. Und la ist für die Gegenwart und wird in der Gegenwart benutzt. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen zum Beispiel la ta'kul at-ta'ama und dann gibt es auch noch zum Beispiel la ya'kul at-ta'ama. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Also ich habe jetzt extra mit du gemacht und er, damit man den Unterschied verstehen kann. Kannst du mir da was sagen oder soll ich da was sagen? La ta'kulu, das für die Emirform, also man sagt, du sollst es nicht machen. Und Genau. la ya'kulu ist halt normal, er isst nicht. Genau. Also es gibt den La, gibt es zwei Arten davon. Und zwar die Negation und eben das Befehl, dass du es nicht machen sollst. Deswegen sagt man La an-Nafiya von Nafi, also negieren. Und La an-Nahiya, das verbieten sozusagen. Nahi. Amr bil Ma'ruf und Nahi anil Munkar. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Wie kann man jetzt das unterscheiden? Bei dem Nafi, bei dem Negieren, bleibt es genauso, wie es ist. Also der Mudari, der Gegenwart, die Gegenwart, ist immer noch immer am Ende mit Dhamma. Also zum Beispiel, man sagt, er isst nicht Fleisch. La ya'kulu at-ta'ama. Ein ganz normaler Satz. Jetzt aber, wenn man Befehl gibt und sagt, iss nicht, la ta'kul, dann bekommt das Verb ein Jazm, also ein Sukun am Ende und darauf muss man dann stoppen. Und das ist eben der Unterschied. Jetzt hier, warum ich das jetzt alles erzähle, ist, weil hier haben wir la ta'kuli. Da fragt man sich, warum ta'kuli und nicht ta'kulu eigentlich? Warum? Weil der la als Emr da gekommen ist, als verbieten. Und deswegen sagt man eigentlich la ta'kul. Jetzt gibt es ein Problem und zwar den Ta. Der Ta hat ein Shadda. Das bedeutet, der erste Ta hat ein Sukun. Und zwei Sukun geht nicht. Und deswegen haben wir dem ersten, also dem Lam, einen Kesra gegeben, damit wir das verbinden können. Und dann haben wir gesagt, la ta'kuli ta'ama. Inshallah war es verständlich. Und wenn irgendwie Fragen sind, können wir das gerne nochmal wiederholen. طيب
Wir gehen dann mal runter. So. Das sind dann alle. Okay. Jetzt der Mithal war, ihr kulut ta'ama und la ta'kulit ta'ama. Wie machen wir das jetzt mit Yaghsilul يغسل الملابس لا تغسل الملابس La taghsilu al malabis. عفوا تغسله Okay, also la taghsi li. للملابس Den Lam müssen wir auch in Kessel geben. طيب, يكنس الغرفة. لا تكنس الغرفة يوجد خطأ. تكنس الغرفة لا تكنو. سل غرفة أحسنت، نعم، لا تكنس الغرفة. يشرب الحليب. لا تشرب الحليب أحسنت. Trinkt nicht Milch. يطلب السمك. Erbittet oder bestellt das Fisch. لا تطلب السمك نعم. يقرأ الصحيفة. لا تقرأ الصحيفة أحسنت. يشاهد التلفاز. لا تشاهد التلفاز أحسنت. الآن الصفحة التالية. التدريب الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. المثال الأول يقول: ماذا تطلب من الطعام؟ Was bestellst du vom Essen aus? بعض السمك. Und natürlich sagen wir hier بعض und nicht بعض, weil hier gibt es etwas, was gelöscht ist oder was nicht erwähnt worden ist. Und zwar أنا أريد oder أنا أطلب بعض السمك. Dann ist بعض مفعول به und السمك ist dann مضاف إليه. Okay. Oder ظرف. والله أعلم. بعض السمك من فضلك. Ein wenig Fisch, bitte. المثال الثاني. ماذا تطلبين من الطعام؟ Das ist jetzt hier weiblich natürlich. ماذا تطلبين من الطعام؟ Was bestellst du vom Essen aus? بعض السمك من فضلك. Ein wenig Fisch, bitte. طيب ننتقل، also wir gehen jetzt ein bisschen runter. Jetzt السلطة. ماذا تطلب من الطعام؟ بعد السلطة من فضلك نعم. Jetzt stellst du die Frage, أنت تسأل. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعد السلطة من فضلك. ماذا تطلب من الطعام؟ بعض اللحم من فضلك نعم. لحم. لحمة أم لحم؟ لحمي. لحم أحسنت، نعم. طيب أنت تسأل. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض اللحم من فضلك. ماذا تطلب من الطعام؟ عدد الدجاج من فضلك ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الدجاج من فضلك. وهنا أوكي. هنا ماذا تطلب من الطعام؟ بعض الرز من فضلك نعم. والأخيرة ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الأرز من فضلك.
Jetzt hier sind nochmal alle Tarakib da. Wir haben hier Nummer 1. Ganz normaler Fa'il und Fa'il-Kombination. Und zwar Akulul Lahma, Akulus Samaka, Akulul Dajaj, Akulus Salata und Akulul Urus. Ich habe mich gerade auch vertan. Ich sagte Fa'il und Fa'il. Das ist jetzt hier Fa'il, Fa'il und Maf'ul bihi. Akulu ist der Fa'il. Der Fa'il ist Mustatir. Fa'il ist Mustatir. Mustatir bedeutet versteckt. Und Al-Lahm und die anderen Wörter sind dann eben Maf'ul bihi, sowas wie der Akkusativ. Raqam Ithnan, die andere Kombination ist Ya'kulu Ta'ama. Das ist jetzt hier das Gleiche, nur in der Gegenwart. Ya'kulu Ta'ama, Yashrabul Haliba und so weiter. Und dann haben wir Raqam Thalatha, Ayna al-Ghada'u? Ein Fragesatz. Und zwar, wo ist das Mittagessen? Wo ist der Frühstück, El-Futur? Wo ist das Abendessen, El-Asha? Wo ist der Obst, das Obst? Und wo ist der Kaffee, El-Qahwa? Dann gehen wir runter. Raqam Arba. Hier ist eben die Befehlsform, ist nicht, macht das nicht zum Beispiel. La ta'kulit ta'ama, la tashrabil haliba, la taknusil urfata, la taghsilil malabisa und la tushahidit tilfas. Natürlich alles sind Wörter, die wir schon gelernt haben. Und dann haben wir Nummer 5. Al-Ghada'u 'ala al-Ma'idati. Hier haben wir eben Mubtada und mit dem Mubtada haben wir Harf Jar, die Präposition mit Ism Majrur. Und das ist eben ein Austausch von Khabar. Eigentlich ist es immer Mubtada und Khabar. Und hier ist eben Al-Ma'idati im Platz vom Khabar gekommen. Und einige haben mich auch gefragt, warum ist das so wichtig, dass man jetzt weiß, okay, das ist jetzt Ism Majrur, das ist jetzt Khabar und so weiter. Weil bei einigen Malen sind Sachen zum Beispiel versteckt. Vor allem in Hadithen zum Beispiel oder in Suren sind einige Sätze weg. Und wenn man diese Regeln kennt, dann sagt man, okay, hier ist ein Mubtada, wo ist jetzt der Khabar? Das bedeutet, man muss nachdenken, wo ist der Khabar oder was könnte der Khabar sein? Manchmal sind es wirklich wichtige Bausteine, die wir gar nicht bemerken. Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwer, dass man das jetzt versteht und sagt, hä, was meint man damit? Aber inshallah, wenn wir da später dazu kommen, dann wird man das besser verstehen. Dann haben wir noch drei weitere. Nummer 6. Mada ta'kulu fil fatur? Okay. Soll ich das Okay, nach Mada ta'kulu vorlesen, fil. oder? Nee, ich bin gerade nur ein bisschen durcheinander gekommen, weil es gibt ja Fatur und es gibt Futur. Futur Ich habe ist ja gerade eben eigentlich das. nochmal geschaut. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Kein Ich Problem. dachte auch, da ist ein Fehler. Aber Fatur ist schon richtig, ja. Genau. Nur ich musste ein bisschen nachdenken, weil da kommt man öfters durcheinander, Achso. weil Fatur ist ja das Essen und Futur ist diese Amalia, genauso wie Wudu und Wadu. Wudu ist eben dieser Prozess, Wudu zu nehmen. Und Wadu ist das Wasser. Natürlich, hier muss man auch achten, dass El-Wadu hat zwei Bedeutungen. Und zwar das Wasser, was ich jetzt zum Wudu benutzen werde. Und auch was geblieben ist. Also manchmal hat man das vielleicht gesammelt. Und das Gebliebene oder das Gesammelte konnte man auch Wudu nennen. Okay. Also, ماذا تأكل في الفطور؟
Was isst du am Frühstück? Fil Ghada, am Mittagessen und fil Asha am Abendessen. Dann haben wir noch eine Kombination. Mada tatlubu min at-ta'am. Mada tatlubu min at-ta'am. Was bestellst du, bittest du vom Essen aus? Min al-sharab, vom Getränk aus. Min al-fakiha, von den Obst. Min al-athath, von den Möbeln. Und dann Tatlubin auch, du aber weiblich. Und dann haben wir Nummer 8, das letzte. Die Antwort natürlich: Ba'd as-samaki min fadlika, Ba'd al-aruzzi min fadlika. Also einiges von so und so, bitte. Natürlich, dieses min fadlika, das benutzt man sehr selten im Arabischen. Ich glaube, ich habe das schon öfters mal gesagt, dass ich den Freunden hier öfters mal sage: Zauberwort, damit die endlich verstehen, was bitte heißt. Deutsche Disziplin. Naja, wenn man in der Grundschule ist, was soll man machen? Man hat das alles gelernt. Wirklich deutsche Disziplin. Okay, dann sind wir hier inshallah fertig. Gibt es irgendwelche Fragen? Na, alles gut, wurde Allah radus. Danke. Barakallahu fiik. Okay. Wa fiik. Rabbana afina wa afanna wa hafazna.